Bratwurstgeruch. Na gut, Vanille geht vielleicht noch am ehesten klar. Ist ja auch so eine Deko-Geschichte, ne? Aber das ist ja auch eine Deko-Geschichte, siehst du? Funktioniert da hinten, alles easy. Ab und zu ein paar neue Batterien rein. Gut. Übrigens habe ich was Neues entdeckt vorhin. Wusstest du, dass die Fußstapfen hinterlassen hier? Guck mal da. Zack, 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 zack. Das wusste ich nicht. Das ist mir vorhin aufgefallen. Absolute Neuentdeckung. Yes, that was a banana. No one expected. Ah, okay. Bin ich wieder der Doofe, der das nicht gecheckt hat. Vorhin zum ersten Mal gesehen und war ganz stolz drauf. Die steckt doch mit jedem Cast. Also wird's Eldritch Encanter. Ja, Eldritch Encantor. Encantores. Oh, das ist gut. Das läuft hier gut. Cassiopeia ist besser als Six. Akali kann raus. Mana braucht die gute Dame. A non-combat one-cost champ. Nein! Was? Okay. Ich dachte, Non-Commit heißt die, die außen stehen. Aber ich habe Glück gehabt, weil die ist auch Eldritch. Jetzt habe ich eine Lila auf Silber. Lol. Das war wild. Aber ich habe irgendwas anderes verkauft. Weil ich so verwundert war. Mein zweiten Encanto, ne? Cassiopeia. Na gut. Ach, guck mal, was wir hier haben. Eins. Zwei. Stark. Das ist nicht immer stark. Gleich haben wir fünf Eldritch. Ja, Cassiopeia habe ich verkauft. Das war unklug, aber die kriege ich ja wieder. Ability Power, also ist schon gut für die. Das deckt dann, die wird immer stärker. Das wäre schon nicht so ohne. Aber das kriegen wir alles noch hin. Und zwar. Blubuff? Nee, Blubuff nicht. Shoujin. Was ist denn hier los? Schieß! Schieß! Nice. Gerade so gewonnen. Mr. Hangry. Naja. Why so tense? Relax.
Molkaiser sind 5. Tja, was wird als erstes bekommen? Zweiten Inkentor oder Eldritch? Kann man der schon mal geben? Ich muss ein bisschen tanken hier. Toll, bringen sich gegenseitig an. Oh, der hat sogar ein Eldritch Emblem. Ui. Aber wir gewinnen. Aber er hat das Emblem, ne? Das heißt, ich habe einen Competitor. Das ist, wie es ist. Craften? Könnte man, ja. Ein zweiter leider. Da ist der Spatula weg, ja. Und Schwert, ne? Cassiopeia und Schwert. Okay, er hat gewartet. Warum hat er gewartet? Gut. Weg. Muss ich leveln, um zu gewinnen? Ich glaube ja. Ich bin gegen den hier. Der ist Level 5. Mit den Bienen. Der Bienenmann. Das war die richtige Entscheidung. Die Winstreak muss verteidigt werden. Selbst dann bin ich mir sicher, ob wir gewinnen gegen ihn. Ich habe nur eine Nila und eine Syndra 2. Die am Anfang musst du schießen langsam. Ja. Ist in der Tasche. Die Nila hat kein Item und macht am meisten Schaden. Also, die hat ein Item, aber ein defensives. Ah, die klauen sich gegenseitig die Bienen, das ist gut. Das ist sehr gut. So mehr die castet, umso besser. This ability upgrades, the more it is cast. Ja, okay. Deswegen haben wir die Items gebaut. Die lassen wir also jetzt die ganze Zeit drin. Kann mir geben, dass sie noch mehr castet. Oder ein Crit-Item, das ist natürlich auch nicht schlecht. Wo ist der erste, gegen den wir gerade spielen? Die Attacke war wichtig. Jupp, stark. 3000 Schaden. Ja, kaufen wir mal. Ist ein bisschen teuer hier, 6 Gold auf der Bank. Aber wenn wir die auf Gold bekommen, wäre schon krass. Nein. 39 Gold. Welcome to Oblivion.
4, 5. Ja, reicht nicht. Boah, ich wollte einen Bogen haben. Sonst bringt es da alles nichts bei der. Probier raus. Die wird ersetzt, ne? Obwohl, da haben wir noch Witchcraft drin. Oh, wir verlieren unsere erste Runde eventuell. Nee, nee, nee. Lila ist zu krass. Nee. Heftig. Das wäre für Briar später ganz interessant, aber jetzt noch nicht. Runens auch nicht. Oh. Ionic Spark, kann ich damit was anfangen? Eigentlich nicht, ne? Die muss ein bisschen tanken. Oder Ionix auf sie. Überfordert. Offiziell. Mach's. Krieg noch einen Ramble Reforger Dingens. Magnetic Remover. Easy. Ist jetzt aber wichtig, um den Kampf zu gewinnen hier. Gegen den Hacker Ream. Ja, ja, ja. So, dann leveln wir ab. Kann Mordekaiser rein. Poppy kommt weg. Dann haben wir 5 Eldritch. Witchcraft ist erstmal 150. Ist egal. Ist egal. Zack. Hier raus. Hunter 4 Stück ist Bullshit. Shivana brauche ich auch nicht. Schnell auf 7. Ah, der spielt auch Eldritch, Leute. Aber ich habe mal ja nichts Bug. Ciao. Okay, spielen 3 Leute Eldritch. Das Gutes? I doubt it. Ei, dauert es. Spatule. Spatula. Kriegen wir nicht. Hand of Justice, auch hier ist Trash. Steadfast ist eigentlich richtiger Quatsch. Rüstung mehr. Sie muss aber ein bisschen tanken, leider. Ach komm. Was soll's? Was soll ich da sonst was machen? Tank Nummer 3 hier vorne. Ich level mal. Ich will meinen Sieg hier weiter ausbauen. Meine Winning Streak.
Auf jeden Fall, die Honigbienen sind super stark. Ich habe die von auch gespielt. Die sind nicht zu unterschätzen. Ich verliere sogar vielleicht gegen die jetzt. Ja. Oder? Sindra, nochmal casten. Boah, knapp. Ich bin Level 7, der ist Level 6. Oh, 5 Gold. Nice. Wenn wir rollen würden, dann würden wir jetzt rollen nach den Wölfen, um Nila 2 zu bekommen und Syndra 2. Ist schon fast zu spät, aber ist noch okay. Mordekaiser könnten wir auch erreichen. Ist gefährlich, aber ich glaube, ich mach's. Noch so ein Bienenmann. Mit 2 Wex. Der war jetzt nicht so stark. Ich glaube, ich rolle nach den Wölfen. Ich glaube, sind da 2 wäre stark. Wenn wir hier jetzt noch eine Rod bekommen sollten. Ich mache erstmal das, um noch einen Slot zu haben. I'll take care of everything. Why so tense? War nicht eine Syndra dabei? Das ist krass. Was halten wir davon? Gar nichts, ne? Davon halten wir gar nichts. Achso, ich hab mal gucken, wie viele andere Leute die haben. Schön 20 Gold verrollt. Für Trash. Okay. Was passiert hier gerade? Okay, auf 8 haben wir dann 7 Elvish. Das ist schon nicht so schlecht. Der hat schon einen Woodybear Elvish. Was? Geht das? Aber ich bin trotzdem. Was? Ach ne, der hat den 7er und nicht den 10er, ne? Der hat nicht den Stormbringer. Okay, ja, ja, ich dachte schon, alles gut. Nimm alles zurück. Überhaupt das Gegenteil. Thank you.
Why so tense? Relax. Okay, wie hoch ist wahrscheinlich, dass ich die bekomme auf Gold? Ist nicht so hoch, ne? Der hat eine silberne. Der hat auch eine silberne. Kann ich auch ganz so rollen, glaube ich. Okay, schade. Wir müssen jetzt mal rausfliegen. Ich höre auf. Ich höre auf und gehe auf 7. Ja, das hätte ich mir denken können eigentlich. Ich wollte doch vorher schon scouten. Ich habe es gesagt, aber dann nicht gemacht. Richtig dumm. Okay, den verliere ich jetzt aber, oder was? Komm, mach den platt da unten. Warum hat denn der Items? Ah, der hat das Item. Oh. Verdammt. Das ist natürlich krass. Lol, das Briar. Kriegen wir noch mal einen Bloodthirster für die goldene Nila. Das wäre ja zu wünschen. So, jetzt brauchen wir eigentlich gar nichts mehr. Außer ein Warrior Emblem. Aber den Spatula habe ich nicht bekommen. Goldene Hackerin, alles klar. Der Bulli wäre so krass. Ist das krass. Wow. Wow. Many-Eyed Beast. 3700 Schaden. Der Nass ist eigentlich hier die richtige Choice. Ja, damit die dann stärker wird, das macht schon Sinn. Briar. Briar für Ash können wir noch bringen später. Let's go. Wo die lädt sich auf und. Geht da richtig ran. Ich noch die kleinen Bienen nichts. Ja, das ist schon krass. Das hätten wir noch gerne. Eine Elise, ein Nasses. Nami ist erstmal okay. Bloodthirster für Nilaru. Und Blue Buff. Ja, das ist natürlich ein bisschen viel gewünscht. So, ist hier ein Schwert drunter? Kein Schwert.
Das ist okay. Ich fange jetzt nicht an zu füttern. Ich lasse die hinten stehen, die geht dann langsam ran und macht von hinten ein bisschen Schaden. Okay, den verlieren wir hier sogar. Ich kann ja auf die Kalista geht. Leute, ihr sollt da hinten hingehen. Oh, die Welle war gut. Die hat uns. Oh, die Welle hat uns gerade gerettet. Von. Oh, schießt! Oh, war das knapp. Alright. Doch, ich kann die schon füttern. Ich hab genug HP. Einer raus? Nee, der ist nicht raus. Der hat meine Namis. Nee, die Eldritch spielen sind alle noch weiter oben dabei. Verdammt. Nami, Welle wieder. Wäre gut. Verdammt. Jetzt hat die Welle uns gekriegt. Oh, Syndra. Bist die Beste. Ciao. Das war richtig close. Aber jetzt haben wir wieder Chance auf Nami 2. Oh, der würde ich irgendwie gerne noch ein paar Mana-Items geben. Oh, das ist ein gutes Game auf jeden Fall. Es sind zwei gute Spiele hintereinander. Oh, guck mal. Your next combat. Your average god gains 10% attack speed und health on takedown. Alles klar. Alles klar. Das packen wir als nächstes rein. Ein Shapeshifter noch, ne? Nico vielleicht. Oder Swain. Ist egal. Boom. Jetzt holt er den Takedown. Ich krieg meinen nächsten raus. Ah, das ist ja ein Kalista-Spieler. Komm, hau zu. Verdammt. Eine Welle? Eine Welle? Komm, komm, komm. Nee, nee. Da ist die Welle zu spät. Sie kommt zu spät. Ich kann es nicht glauben. Edge of Night, First Choice. Bloodthirster, Second Choice. Styrax. Third Choice. Komm, lass mir eine Sache. Oh. Okay, sehr gut. Briar hat gerade nochmal ein deftiges Upgrade bekommen. Wir können Fiora spielen, ne? Komm. Zwei Varia ist krass. Witchcraft ist krass. Oh, Shapeshifter wäre auch nicht schlecht. Oh, oh, oh. Wie viel Leben hatten Briar jetzt mittlerweile? 1815. Sag es, Fiora ist aber auch ein guter Tank, so ein bisschen. Gucken wir mal, ob wir gegen den Kalista-Spieler eine Chance haben. So aus. Da ist die Welle. Okay, wir müssen ein bisschen umstellen, glaube ich. Ist auch dumm, der springt hier rein und trifft alle außer sie. Wenn ich mir ausruhen könnte, würde er wohl lieber von der anderen Seite reinspringen.
Reforger. So, Ionix ist da Quatsch. Das machen wir so. Mann, das ist auch immer noch Level 2, das kann nicht sein. Ey. 5% mehr Health. Ist das wirklich sinnvoll? Also wer sich hier wirklich die meiste Mühe gibt, ist Nila, muss man wirklich sagen. Die ist so krass. 7000 Schaden. Auf Kalistas Seite, auf die andere? Briar oder was? Ich kann nicht aussuchen, von wo er springt. Ich glaube, Nila habe ich schon hingestellt. Das war schon gut und die macht da auch gut Druck. Wir füttern die nochmal. Immer gefüttert. Nam, 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 nam. 2000 Leben. Nein, weg. Ja, so ein Drachen nehmen wir wohl, ne? Gibt's ein Mana-Item? Was bringt mehr Mana? 25. Static. Dynami. Vielleicht kriegen wir noch eine Welle rein. Fiora. Briar. 2. Okay, okay. Es gibt. Ich rechne mir doch noch Chancen aus. Ich meine, ich habe noch 50 HP, ne? Die krepeln hier unten ab. Nein, Briar, was machst du? Nein. War kein Platz mehr wegen dem Drachen. Aber das gewinnen wir, alles klar, senkt. Einer gegen meinen Off-Army. Nee, der Kalista-Spieler. Ja, Kalista ist krass. Okay. Lol. Also ich habe hier so viele. Boah, das ist wieder, aber ist egal. So, ich verkaufe mal das hier. Das ist jetzt Quatsch. Ich mach mal. Ich brauche jetzt alles reinhauen gegen die. Das ist jetzt hier the Game Changer. Nami ballert da rein. Ich brauche eine Welle, Nami. Komm, gib mir eine Welle. Alles oder nichts. Können wir gegen Fairies gewinnen? Mit Eldritch. Da ist schon die erste Welle gleich, Nami. Nummer 1. Zweiter Cast, bitte. Zweiter Cast. Und jetzt kommt die Welle. Da ist sie. Kalista hat auch zu schießen. Briar ist dran. Yes!